So, hier können wir doch bestimmt jetzt lustige Dings verteilen, ne? Das hat schon viel Schönes. Und nun? Ob ich sie anders anordnen muss? Eins doch bestimmt hierhin, oder? Zwei jeweils hierhin und drei dahin. Da lag ich wohl richtig. Yeah! Symmetrie! Der Bart eines Schlüssels. War da was? Oh, nö, alles gut. Idiot. Hilf doch mal mit. Kann auch nicht schaden. Alte Bunte sieht aus wie ein Picknickkorb. Leider nicht zu öffnen. Das lässt mich an das Schicksal unseres Dia-Projektors denken, der auf dem Dachboden gelandet ist. Aber wie kommt Licht ins Spiel? Mit deinem Handy. Das lässt mich an das Schicksal unseres Dia-Projektors denken, der auf dem Dachboden gelandet ist. Aber wie kommt Licht ins Spiel? Dies wie übrigens auch bei dieser Aufnahme wieder featuring die Nachbarskinder. Das lässt mich an das Schicksal unseres Dia-Projektors denken, der auf dem Dachboden gelandet. Wie ließ sich die Anzahl der Briefe so kont... Alte bunte Marken. Das erinnert mich an den ostfriesischen Komiker. Ja, fein. Der Post am Brief. Ist die vielleicht so scheiße, dass sie schon sich schon in Sonnenlicht und Energie auflöst? Das lässt mich an das Schicksal. Liegt denn? Da liegt ein Fidget Spinner. Yeah! Eine Taschenlampe. Quatsch, eine Taschenlampe, eine Kerze. So, zum Glück überhaupt nicht gefährlich. Ich wollte ja den Handy-Akku nehmen, aber das mit der Strahlung wäre ja nicht zu verantworten gewesen. Aha. Alte bunte Marken. Das erinnert mich an den ostfriesischen Komiker. Ja, der ist super, der Typ. Hat. Klasse, super. Wenn ich keinen Knick in der Optik habe, ist nur eine dieser Marken auf der Ausstellungstafel zu finden. Die hier? Eine Rarität. Hübsch. Holla, was geht denn jetzt ab? Oh. Ja, sicher, natürlich, klar. Der wie auch sonst. Eines Schlüssels. Und natürlich können wir den einfach so zusammenbröckeln. Wir brauchen unbedingt den passenden Schlüssel. Haben wir doch. Guck doch zu, wenigstens. Hey, Emil, auf geht's. Ja, nicht einschlafen. Oh, das riecht ja nicht sehr einladend. Also, Emil, jetzt mal raus mit der Sprache. Was haben wir hier zu suchen? Ich soll eine Taube losschicken, die aussieht, als würde sie eine Brille tragen. Aber hier sind so viele. Eine Brille? Eine Taube mit der Zeichnung einer Brille? Na schön, dann sehen wir uns um. Nee, erstmal hier gucken, wann die neue Folge South Park läuft. Das sieht hier echt so aus, ein bisschen. Mit Papier ausgelegt wie ein Vogelkäfig? Vergebene Liebesmüh. Die hier, ne? Hey! Das könnte sie sein. Die Taube mit der Brille. Aber bevor wir sie auf den Heimweg schicken, was für eine Botschaft soll sie übermitteln? Ich sollte den Schlosscode für einen beliebigen Spind im Internat in Erfahrung bringen. Einen, in dem sich etwas Wertvolles befinden könnte. Aber ich habe gar nichts herausgefunden. Wenn ich den Test nicht bestehe, rechnen sie mit mir ab. Garantiert! Keinen Namen? Ich dachte, du vertraust mir.
Na schön, hier kommt meine Idee. Wir versenden einfach den Code für meinen Spind. Damit opfere ich zwar meine stille Schokoladenreserve, aber Not kennt kein Gebot. Verflixt! Wie war noch gleich meine Geheimzahl? Für meinen Spind hätte ich Prinz heißen müssen. Naja, die steht bestimmt hier drauf. Regeln zur Pflege von Brieftauben. Oh oh. Nö, ich habe wirklich keinen Bock, die durchzulesen. Nö, brauchen wir nicht. Wir haben zwar im Erdgeschoss ganz viel erfahren zur Pflege von Tauben und was man da beachten sollte, aber ach, das haben wir doch schon alles wieder vergessen. Können wir den Tim nicht anrufen? Ach nee, die Gabi. Ach, die ist noch im Archiv unten, ne? Das finde ich ja geil, wenn das jetzt so gehen würde. Komm, geh mal raus. Das wäre ja cool. Wenn es jetzt klappen würde. Haha, sehr nices Gimmick. Sehr cool. Ach so, Oh, Klößchen, was gibt es denn? Ein Notfall. Du musst mir auf die Sprünge helfen. Wie lautet noch gleich die Kombination für mein Spinnschloss? Dir ist für die Schokolade ausgegangen. Die Eselsbrücke, die ich dir Esel beigebracht habe, lautet: Kölnisch Wasser, setz eins drauf, gibt 47,12 zuhauf. Also 4, 7, 1, 2? Ist der Notfall damit vom Tisch? Du, hier geht es nicht um Schokolade, hier geht es um die Wurst. Emil und ich sind im alten Taubenturm. Hier tobt eine Demo. Wir hören voneinander und danke. Im Taubenturm. Das müssen wir sofort Herr Peper erzählen. Der Kiosk hat alles, was das... Ja. Komm, wir bleiben erstmal hier und suchen dann... Dann bringt uns das ja gar nicht weiter. Hier ist trotzdem kein Ordner. Das ist ja Betrug. Betrug, Betrug, Betrug. Toll. Oder vielleicht doch jetzt dann nochmal woanders. Ich sollte... Nö. Tja, dann vielleicht dann doch lieber... Hallo, Herr Peper. Dann vielleicht doch zum Willi nochmal. Der sich die Taube in die Tasche gesteckt hat. Naja, gut, warum auch nicht. Aber ich glaube, die Taube werden wir dann in der nächsten Aufnahme wegschicken. Mensch, haben wir wieder viel gemacht. Also mein Highlight war ja immer noch der laufende Karl. Das war richtig klasse. Super. Hier im Taubenturm sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht es bis dahin gut, euer Flo. Tschüss.
So, hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei TKKG Nummer 17, die Feuerprobe, hier oben im Taubenturm. Yo, wir müssen eine Taube verschicken, weil hier unser Kumpel das hier so gesagt hat. Ja, okay, und das war es auch, glaube ich, schon. Ja, wir hatten in der letzten Aufnahme mit dem Karl hier diesen lustigen Strohhutmann verfolgt und ist dann doch wieder durch die Lappen gegangen. Mit dem Tim haben wir irgendwelche Kacheln geordnet, mit Gabi stehen wir immer noch auf dem Schlauch und mit Willi haben wir tolle, taubtastische Rätsel gelöst und, ja, jetzt sind wir hier oben angekommen und können endlich das Ziel unserer Träume erfüllen. Oder, Emil? Weißt du was? Jeder sollte einen Willi Sauerlich an seiner Seite haben. Ja, oder auch nicht. Können wir die jetzt einfach, Emil, verschicken? Hier, bitteschön. Stopp, Willi! Wie, warum? Stopp, Willi! Sie kehrt doch nicht zurück. Aha. Ach so, jo, wir müssen diesen Code entschlüsseln. Die Kranken sind noch da. Meine Nachricht muss lauten Sauerlich 4712. Wie stelle ich das an? Nur ein Filzstift weit und breit. Und der ist ausgetrocknet. Nachrichtenkapseln für die Brieftauben. Ach so, jetzt weiß ich's wieder. Wir haben die Gabi ja. Hier haben wir eine 7. Hier ist eine 7. Und hier ist eine 4. Und hier ist eine 1. Ach, Willi, du bist echt ein Hajo. Okay, hier schön zerstören, wunderbar. For us. Was eine furchtbare Reklame. Ist hier noch was? Okay, nee, da ist nur das. Ich hätte schon eine 7. Wir hätten den Kalender doch nochmal nehmen können. Aber nein, nein. Bloß nicht. Was fehlt uns? Eine 7 noch? Weißt du was? Nein. Jeder sollte einen Willi sein. Da gehen unsere Meinungen auseinander, Emil. Müssen wir hier unten vielleicht noch? Ich möchte ja jetzt aber auch nicht die Ausstellung zerstören. Kann das sein? Kein Stift weit und breit? Hier muss doch irgendwo ein Zettel sein, wo eine 7 drauf ist. Ich kenne ja jetzt auch diesen Trick, mit diesem ausgefuchsten Trick, mit dem Ziehen hier. Das kann nicht jedermann. Zur Ollen da draußen will ich aber auch nicht. Heutzutage werden Brieftauben fast ausschließlich bei schlechtem Wetter. Das wissen wir. Ja sein können. Ach nee, eine 1 fehlt uns noch. Was wir denken an die Tauben, lass krachen mit Radio. Ach egal. So. Und wie klebst du das jetzt fest?
Die Demonstranten sind noch da. Ja, diese Demonstranten. Hast du Kleber? Ja, wie kleben wir das denn fest? Mit Kacke oder? Oder Wachs? Weißt du was? Nein. Meine Nachricht muss lauten Sauerlich 4712. Was tut man nicht alles, um einem Freund behilflich zu sein? So, damit dürfte schon mal klar sein, um wessen Spind es geht. Ah ja. Aber die Namen stehen doch da gar nicht dran. Ach nee, aber der Aufkleber mit der scheußlichen Schokolade, wisst ihr noch? Das wird leicht verrutschen. Ich muss die Ziffern befestigen. Ich muss die Ziffern Nachrichtenkapseln für die Brief... Die Demonstranten sind noch... Ja, ja. Weißt du was? Nein, halt die Fresse. Vorhin war er noch voll die Trantüte und jetzt auf einmal ist er hier voll der Superheld. Ah, natürlich. Wir benutzen den Fidget Spinner, davon müssen wir kotzen und wir können das Spiel dann beenden. Nein. Oh, jetzt habe ich diesen wichtigen Dialog beendet. Das war eine super Schlussfolgerung. So. So, Takataka, Takatukaland. Ich muss die Ziffer befestigen. Ach Gott, yo. Willi im Takatukaland. Nachrichtenkapseln für die Brieftauben. So, rein da. Höchste Zeit, unsere Taube fliegen zu lassen. Juhu! Emil, sei dabei! Flieg, Willi! Du bist frei! Und woher weiß die... Juhu! Wir haben es geschafft! Das war der Oberhammer, Willi! Oh, wir haben die Tauben verschreckt. Oh nein! Schnell, schließ das Fenster! Ich bin allergisch gegen Tauben. Wir müssen die Eier auffangen, aber What nur the fuck? Die Eier! Ach so! Mit dem Korb! Ach, du ahnst es nicht! Ah! Hilfe! Nein! Aber warum fliegen denn jetzt Eier hier rum? Kann ich den auch? Okay, ich kann das nur mit der Maus lenken. Oh, das ist ein bisschen kacke. Fang die Eier, Willi! Hier in diesem Korb! Fang die Eier, Willi! Sonst bist du für mich gestorben. Alle Eier müssen schön hier rein. Fang sie auf, das muss so sein. Aber nicht die Kacke. Sonst hättest du einen an der Backe. Ich kann nicht rein. Nein! Oh, das ist furchtbar. Das ist furchtbar, das mit einem, ohne Maus zu spielen. Boah. Nein! Oh, Mist! Aber das ist furchtbar, dass du, wenn man nur so ein Touchpad-Dings-Bums hat. Scheiße! Oh, verflucht! Entschuldigung!
TKKG führt zu Kraftausdrücken. Boah, ist das schwer. Mit der Tastatur wäre das viel, viel einfacher. Nein! Oh, Mist. Leute lieben Minigames. Ja, wir lieben alle Minigames. Auch wenn ich wirklich schlecht bin, liebe ich trotzdem Minigames. Was passiert eigentlich, wenn wir die Kacke aufsammeln? Oh, ich glaube, das wird immer schneller. Warum? Eins hat gefehlt. What the fuck?